Moin moin und herzlich willkommen hier auf der Usada Map. Die haben wir auch letztens vorgestellt. Wir müssen jetzt den hier nehmen. Ich habe mal angefangen hier zu spielen und deshalb machen wir hier weiter. Ich lasse den Düngerstreuer gleich mal dran hier als Gewicht hier. Jetzt habe ich mal Silange gemacht hier. Muss aber noch was zeigen hier, ne? Da muss ich was loswerden. Warte mal, den stellen wir, wo stellen wir den hier? Hier ist am besten, oder? Weil hier kann man das Tor eh nicht aufmachen. Ich habe Ballen gepresst. Hier. Mit dieser, aufgesammelt, ne? Gepresst hier mit dem kleinen Muschi-Ficker hier, mit dem, ne? MF-Klein hier. Und dann mit dem hier aufgesammelt. Was der aber macht, der macht nämlich, warte mal, er hat 14 Ballen, also die kleinen, ne, die ganz kleinen People-Fickel hier, macht er hier, der bindet die zusammen. Also, vielleicht sieht man es, hier sind Seile oder Schnüre, der bindet alle zusammen. Das ist schon interessant, ne? Der bindet die zusammen, der muss ich arbeiten. Der bindet die schön zusammen. Lass mal so ein kompaktes Ding hat, dann kann man hinlaufen und R drücken. Und dann kann man die wieder lösen, wenn man die braucht. Finde ich eine coole Sache eigentlich, ne? Also ich habe es noch nicht gesehen gehabt. Weil ich ja noch nie benutzt habe. Aber ist immer schön, wenn man wieder mal was Neues entdeckt. Weil man kann ja nicht immer alles benutzen, ne? Man benutzt halt immer das, was man schon kennt oder was man hier, ne? Einfach ist. Aber da ich ja hier kein Hochsilo habe oder irgendwas, wo ich dann hier Silage oder Heu mache, mache ich das jetzt hier einfach mal so oldschool-mäßig. Ne? Und ja, ist auch was ab und zu mal so. Weißt du, Miniature zu arbeiten, ist schon eine interessante Sache. Wir müssen aber hier eine kleine Stopper einbauen. Na, was ist denn mit dem los da, ne? So, ein kleiner Stopper. Ich muss ja dann nochmal hier, also das war jetzt ein Feld hier, habe ich eine Wiese gemacht. Ich muss aber noch irgendwas, was, also das hier wäre mir auch gefallen hier, ne? Da auch noch ein bisschen Wiese machen. Dass wir dann da noch ein bisschen, weißt du, ein bisschen mehr oben von einem Gras. Und natürlich die anderen Felder brauchen wir, oh scheiße. Falsche Seite. Das ist ja gleich, warum? Der muss hier rüber, ja so. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hab's vergessen. Stopp! Halt! So, jetzt musst du rein hier. Da bist du nie. Weil dann rollen die nicht weg, weißt du? Dann kann ich da oben einfach mal ein paar Ballen hochballern. So, den brauchen wir nachher. Ein bisschen ducken. Das fällt da oben her natürlich für eine Wiese ideal, ne? Wird wahrscheinlich aber teuer sein. Ich müsste ja eh noch wegfahren. Also lassen wir den mal hier so stehen. Habe ich mir runtergeladen, ne? Der ist ziemlich cool. Der Fiat, ne? Der Ford geht schon, ne? Aber der Fiat, er ist zwar langsam, ne? 25 km/h, 31. Der fährt dann ein bisschen schneller, aber den brauchen wir hier für ein bisschen PS. Der kleine geht natürlich gar nicht. Der ist einfach hier für meine Saatgut- und Düngerverladedinge hier, ne? Ideal hier, der Hänger, ne? Kann man hier schön ein paar Saatgut aufladen und dann benutzen. Der fährt 41, ne? Das wäre jetzt natürlich hier. Komm, wir nehmen den hier und gehen mit dem. Der hat zwar nicht so viel PS, glaube ich 130 oder so, aber wird schon reichen hier, ne? Das mit dem Schalten geht ein bisschen auf den Piss. Das geht, ne? Ich mache das mit den Big Packs jetzt hier.
Aber das ist gar nicht so schlecht mit den Big Packs, ne? Die sind hier. Nein, weil die Paletten sind ein bisschen kacke, aber hier mit Big Packs sind geil, ne? Das ist schon cool. So, hey, komm, mach mal keine Scheiße hier, ne? So. Jetzt gehen wir mal das Gestänge, lassen wir hier, ne? So, wir müssen ja eh gucken, wo wir hinfahren müssen. Letztes Mal war ich da oben, direkt über den Hügel. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Aber wir gehen jetzt mein Sonja-Bohnen 12.000. 2.6 Colonia. Oh scheiße, verpiss dich doch. Ich will nicht nach Colonia. Wer ist denn der Elwe? Elvador. Elvador. Wo ist Elvador? Wo ist denn der Piss? Wo ist denn der Elvador? Wo ist Elvador? Colonia. Hallo? Hallo? Wo ist Elvador? Getreidebohle? What the fuck? Hey, what the fuck? Wo ist der Piss? Elvator. Der hat doch Elvator geheißen hier. Elevator. Wo ist Elevator? Geht nicht? Geht nicht? Du Pisser Nelke. Warum kann man hier nicht mehr so machen hier? Na komm, fahr mal raus hier jetzt. Wo ist denn der Elvator? Haben wir hier irgendwo einen. Nicht, hä? Also erstmal füllen, ne? Aber mal befüllen. Weil ich habe den kleinen Hänger habe ich hier irgendwo hingestellt. Weil. Hier so ein Tricky ist mir ein bisschen lieber hier, ne? Alter! Heilige Scheiße, jetzt freck ich noch hier. Hey! What? Ah! Gebrechnieblatt, das Schnabli. Also, Elvator. Der muss Elvator, der heißt Elvator, aber wohin fahren? Zug mieten. Goldwest. Hey, what the fuck? Was soll denn der Quatsch sein hier, der Elvator? Das ist das Farmgescheuse hier, ne? Da ist doch bestimmt auch nichts. Wir gehen jetzt alles mal Kalkstation. Getreidemulle. Colonia. Getrischka. Transport. Ja, leck mich am Arsch. Ah, das ist ja auch ein Ding, ne? Bäckerei. Was zum gefickten Scheiße? Aber warum kann man da nicht klicken? Ich hab gedacht, man kann die, weißt du? Hier, da, das Symbol hier, ne? Marker setzen. Colonia. Hallo. Wo du sein? Vielleicht ist mit der Korde auch hier. Der Korde nix. Ich so, versteckt? Nein. Der blinkt. Du kleine Muschi-Scheiße. Warum heißt der hier, warum pisst er mir hier an den Arsch? Ach, fick dich in deine Kotztüte. Jetzt müssen wir echt hier nach Bäh fahren. Wieso steht jetzt da Kolkosch-Karsch-Karsch-Karsch-Nimmel-Welli? Ach, fick dich in deine Knie, Alte. Mildtrans-Spätz-Zu. Getreidemühle. Ach, fick dich in dein Knie, ey. Wieso machst du denn nicht alles Getreidemühle? Meine Fresse, jetzt muss ich da irgendwie gucken, dass ich das irgendwie hier enttransporten kann hier. Aber wo fahren wir denn jetzt hin eigentlich hier? Ja, wir müssen doch hier unten. Unten links. Also hier da, ne? Aber hier oben rum. Alter, was habe ich schon am Hals hier? Also aber komisch, ne? Weil das ist ja das gleiche wie auf der, Alpen-Map, Alpen-Map-Dings.
Ellengard. Nein, mit dem Zug und so, und Zug mitten und scheiß die Wand an und kack die Wand und, weil ich bin ja kein Lokomotivführer, ich habe keinen Führerschein. Eigentlich müsste heißen kein Zugschein, ne? So, bin ich denn jetzt richtig? Ich bin richtig. Na, weil die Karte dreht sich ja mit mir mit. Wenn ich jetzt so drehe, dreht sie mit und die bleibt stehen. Ist mir lieber. So, aber hier rechts ist ja nichts, ne? Das ist ja nur hier Steingebrechle, gebrochene, da haben wir schon mal geguckt. Ach komm. Ja. Wer will denn hier verrecken? Ja, komm, schau dir mal die Pisse an hier, der will einfach nicht hier, ne? Wo geht's denn da entlang? Wo geht's denn da rechts runter oder nichts, ne? Jetzt müssen wir dann hier vorne irgendwo rechts fahren, ne? Da hinten irgendwo. Ja, was für eine Kacke Scheiße, ne? Weil das kostet mich wahrscheinlich auch wieder 1000, ne? Wenn ich den Zug rufen muss. Meine Fresse, ist das ein Kack. Ich glaube, ich muss da die Map mal schnell ein bisschen da, ne? Ich muss da was eintragen beim Getreidelager, der Mühle, Dings da, ne? Weil ich will doch den Scheiß nicht jedes Mal hier mit dem blöden Zug wegfahren hier. Komm, gib doch mal Gas. Ey, wieso machst du denn hier links? Wir müssen rechts fahren. So. So, warte mal, oben müssen wir gucken. Da steht Zug mieten, ne? Da unten steht Struss Valley. Goldchest Valley. Hat er vielleicht vergessen, den Namen zu ändern, ne? Müsste eigentlich da Kokaland heißen da, ne? Jetzt müssen wir hier gucken. Nicht, dass wir es dann im falschen Ort abkippen. Da wäre man nämlich ein bisschen bescheuert. Das ist zum Einladen und das ist zum Abladen, ne? Also ich denk's mal, ne? Ja, muss ja so, ne? Ja. Oh je. Ja, da gehen wir mal gucken, ob das geht, ne? Dann fahren wir die Scheiße nach Kackerland. Ja, einmal schön abkippen. Ja, lass mal die Kiste laufen hier. Ja. Meinte, ich suche hier mal einen Zug hier. Das sieht ja schon mal gar nicht scheiße aus, ne? Wo ist denn jetzt der blöde Dings hier? Also hier. Da waren wir ja schon mal. Jetzt müssen wir hier den... Kann man den scheiß Zug... R habe ich doch ge... Ach so, ja. Ist ja gut. Kann man die aufsammeln hier? Nein, das sind ja Spielzeug... Nein, der hat ja hier... Haha. Kleine Muschi, wo ist denn jetzt mein Zugi? Tut. Hallo. Wie lange muss ich noch warten hier? Wo ist denn jetzt der Zug? Hallo? Ja, so lange ist ja jetzt die Dinger nicht hier, ne? Muss ich nochmal gucken gehen? Hier zu unserem Häuschen hier. So, mal gucken. Zug wird in Kürze ankommen. 1,6 Kilometer. 1,5. Wie langsam fährt denn der? Kannst du mal ein bisschen hier? Ja, so ein Kotz, ne? Hier können wir durchlaufen. Wie ist denn das Trägerle? So. Dann fahren wir den einfach mal hier raus, ne? Könnte ja der Prodolski hier hinkommen, ne? Jetzt müssen wir. Das ist ein bisschen schade, dass man hier kein. So eine Straße oder Treppe hat. Ja, kommt er jetzt hier oder was macht er denn hier? Feierabend oder was? Da ist er. Diesel-Lokomotiv. Lokomotive. Der müsste jetzt dann hier, ne? Hätten wir einen schönen Wald hier zum bisschen hier mit Oldtimer forsten. Komm jetzt. Ich sehe einen Waggon. Aber keine Lokomotive. Fährt der rückwärts? Ja, er fährt rückwärts, ne? Stopp. Halt. Hallo, lass mich rein. So. Ja, komm, willst du mich verarschen hier? Ah. Jetzt müssen wir ja irgendwo hinfahren, ne? Ja, hör auf damit. Das ist scheißegal, welche Richtung, ne? Da ist ja hier unten ist Kolaka. Oben ist auch Kolaka.
Ist eigentlich scheißegal, ne? Können wir rückwärts fahren. Viel ist es ja eigentlich nicht, ne? Aber wir brauchen ja... Hätten wir hier eigentlich auch Dings machen können, ne? Ein bisschen die Bewegung hier. Wie sieht's denn... Oh! Achso, ich hab gedacht, die Schiene ist weg. Zug wird nach Gefahrenseite Karte kümmern. Möchten Sie Geländegüter in Kolonien verkaufen? Ja. 34, bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Jetzt fahren wir den mal nach Hause, ne? Scheiße. Ja gut, wir müssen eh. Wir haben die beste die Zeit, ist schon wieder hier am Kacken. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder, ne? Vielleicht, da kommt ja sowieso noch was hier, ne? Also, hier, was, Infos und sowas, ne? Also, bis dann, ne? Wir sehen uns. Tschüss.